Das ist die neueste Folge von Inside Politics, um genau zu sein, die Nummer 9. Gegenüber von mir sitzt heute Herr Magister Ewald Stadler. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Herr Magister Ewald Stadler ist bekannt, dass er jetzt bei den REKOs als Spitzenkandidat fungiert. Sie arbeiten seit über 25 Jahren, habe ich jetzt noch einmal nachgelesen, in der Politik. Unter anderem, ja, ich bin nebenbei auch berufstätig in einer Anwaltskanzlei, aber ich bin schon fast 30 Jahre in der Politik tätig, seit frühester Jugend, und bin relativ jung in Mandatsfunktionen gekommen, sodass ich auch schon, wenn Sie es nachgerechnet haben, wahrscheinlich schon über 20 Jahre auch in Mandatsfunktionen tätig bin, ja. Ich habe es mir nicht nur nachgerechnet, und Sie haben natürlich recht, die Zeit hat mich selber überholt. Es sind jetzt schon 29 Jahre. 1985 als Gemeinderat in Meda tätig, ja, gewesen, Ihre Heimatgemeinde. Dann Vorarlberger Landtag, Nationalrat. Dann ab 2001 bis 2006 als Volksanwalt tätig, mhm, gewesen. Das war auch, glaube ich, der Punkt. Zuvor noch in der Landesregierung in Niederösterreich 2 Jahre. Entschuldigung, ja, das natürlich dann auch noch. Und das war eine schöne Zeit in der Landesregierung. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn Sie sagen, in der Landesregierung, da haben Sie ja durchaus, in Niederösterreich galt ja auch der Proporz mit der 10%-Klausel, wenn ich mich irre, da waren Sie sozusagen ein Mark im Fleisch des schwarzen Niederösterreichs. Ich muss dazu sagen, dass für mich das damals keine leichte Situation war, weil ich einerseits die größte politische Baustelle des Landes damals, die es damals gab, aufzuräumen hatte. Das war der sogenannte Rosenstengel-Skandal, den ich zu bewältigen hatte. Erst frisch eine Baugrube in Niederösterreich hatte, wir sind ja erst übersiedelt. Und ich dann in der Landesregierung praktisch vor eine völlig neue Aufgabe gestellt wurde, mit einem schwierigen Regierungspartner. Allerdings, und das möchte ich ausdrücklich festhalten, habe ich mich von der ersten Minute an mit dem Landeshauptmann Dr. Bröll gut verstanden, sodass wir ein gutes Einvernehmen hatten und wir eine sehr, sehr gute sachliche Zusammenarbeit in der Landesregierung pflegen konnten. Das klingt zumindest sehr konstruktiv. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben eben auch sehr viel Arbeit geleistet als Volksanwalt und hatten da auch eben mit roten und mit schwarzen Kollegen gemeinsam eben die Volksanwaltschaft betrieben. Wie wichtig ist es für Sie, nicht nur, weil als ehemaliger FPÖ-Politiker ist man ja doch eher die andere Seite gewohnt, die Oppositionspolitik, wie wichtig ist es für Sie, auch die mitgestaltende Politik zu machen? Als ich im Vorarlberger Landtag war, waren wir Regierungspartei. Wir hatten eine freiwillige Regierungspartnerschaft mit der ÖVP. In der Opposition saßen damals die Roten und die Grünen. Wir haben eine langjährige Regierungspartnerschaft mit der ÖVP gehabt, sodass ich also sozusagen aus einer Regierungserfahrung heraus ja gekommen bin. Ich war Clubobmann dieser Regierungskonstellation. Ich hatte also hinreichende Regierungserfahrung, und für mich ist es wichtig, dass Parteien nicht nur in der Opposition herummotschkern, wie das die derzeitige FPÖ tut, sondern dass man auch in die Mitgestaltung kommt. Man kann ein Land nur verändern, wenn man auch in der Mitgestaltung ist. Und das ist ja gleichzeitig einer der Konfliktpunkte mit Strache gewesen. Ich behaupte, dass das Wählerpotenzial bei der FPÖ regierungspolitisch inoperabel ist. Das heißt, man kann als Wähler eine Proteststimme für die FPÖ abgeben, aber regierungspolitisch ändert sich dadurch gar nichts, weil die FPÖ schlicht und einfach nicht in eine Regierung will, selber Angst vor der Verantwortung hat und auch gar nicht, glaube ich, in einer Verantwortung von den anderen Parteien gewollt wird, weil sie einfach zum Teil einfach nur zum Genieren sind. Das ist also das Problem der FPÖ. Und sie bemüht sich daher auch gar nicht, sich zu ändern, weil sie keinen Zug zur Veränderung hat. Sie hat keinen politischen Gestaltungswillen. Und an welchen Personen liegt das? Das liegt in erster Linie am fehlenden Intellekt des Parteichefs. Der Parteichef ist einer, der eine Halligalli-Partei haben möchte, wenn es geht, auch Ideologie befreit. Disco-Clapping, das ist sein Niveau. Darüber hinausgehend ist für alles, was sich auf dieser Welt Böses ereignet, der Ausländer verantwortlich, und das war es für ihn dann auch schon. Leider auch für eine große Anzahl seiner Wähler. Das ist sozusagen der Viktor Adler-Markt, der zum intellektuellen Maßstab der FPÖ geworden ist. Und das führt auch dazu, dass wertkonservative, wertebewusste Wähler immer stärker jetzt nach einer Alternative suchen. Das ist auch der Grund, warum ich freiheitlichen Wählern jetzt insbesondere nach dem Abschuss des Andreas Mölzer ein Angebot gemacht habe, mit den Reformkonservativen, zumindest bei den Europawahlen, der eigenen Partei einen Denkzettel zu verpassen.
Ist zumindest eine Möglichkeit. Würden Sie aber die FPÖ zum Beispiel auch als links bezeichnen? Die FPÖ ist in weiten Teilen eine Linkspartei. Das ist ja einer der großen Irrtümer, dass auch die Nazis in Wirklichkeit eine Linkspartei waren. Und in manchen Dingen eifen sie ja wirklich die Partei der Nazis nach. Insbesondere wenn es also um die ganzen sozialpolitischen Fragen geht, sind die Freiheitlichen zum Teil nur links der SPÖ. Daher ist sie in den wesentlichen wirtschaftspolitischen Fragen in Wahrheit eine Linkspartei. Das klingt auch nach der Diktion eines gewissen Herrn Dr. Albert Bethe, den ich gut kenne. Ja, den ich sehr schätze, ist einer meiner Freunde. Das kann ich mir gut vorstellen, sehe ich auch so. Aber ich denke mir auch, dass Albert Bethe hier einen Fehler macht, indem er rein die Gruppe FPÖ als links bezeichnet, während man sozusagen vom guten Rechts spricht. Also es gibt eine Kriminalisierung des Begriffes Rechts, den die 68er Generation zustande gebracht hat. Damit ist alles, was nicht links ist, auf einmal zur kriminellen Organisation gemacht worden. Auch dagegen wehren wir uns. Wenn das sozusagen Linksgedankengut in dem Land zerpflicht wird, dann muss man auswandern. Ja? Aber genau das wollen wir verhindern. Die Linksparteien versuchen sozusagen das gesamte politische Spektrum Richtung links zu ziehen und die ÖVP spielt ja mit. Wenn ich mir etwa vorstelle, dass der neue Landesrat in der Steiermark, der Herr Drechsler, ja gesagt hat, anlässlich seiner Wahl in einem Zeitungsinterview Mitte März, dass er die ÖVP links der Mitte positionieren will. Da möchte ich wissen, wie viele Parteien er da noch in der linken Seite, auf der linken Seite haben möchte. So, als ob es nicht so genug Linksparteien gäbe. Daher auch ein Angebot an die wertkonservativen Wähler der ÖVP, diesen Linkstrahl der Schwarzen nicht mehr mitzumachen, sondern mit den Reformkonservativen eine Alternative zu wählen. Und ein Verbleib beim Liberalen Forum, sage ich, beim BZÖ war für Sie nicht mehr möglich? Nein, Haider hat mich ins BZÖ geholt. Ich bin im Grunde eigentlich immer nur der Haider-Partei verbunden gewesen. Haider war mein längster politischer Weggefährte. Er hat konservative Geister wie mich zugelassen. Er hat Katholiken wie mich zugelassen. Er hat das auch zugelassen, dass wir die Parteiprogrammatik maßgeblich bestimmen konnten. Ich denke an das Parteiprogramm 1997, Stichwort wehrhaftes Christentum, das hat er zugelassen. Ja, im BZÖ war das nicht machbar. Ja, mit diesem Herrn Gernegroß ist das nicht machbar. Und mit den Liberalen, die dort glauben, der Liberalismus sei Tugend, ist das auch nicht machbar. Ich habe immer gesagt, und das war immer klar, für mich ist der Liberalismus eine geistige Immunschwäche. Und dazu bin ich immer gestanden. Haider wusste das. Und ich bin überzeugt, die Partei hätte eine andere Entwicklung genommen, wenn Haider nicht durch einen Unfall tot zu Tode gekommen wäre. Das hört sich von der Diktion her auch ein bisschen an, wie Franz Josef Strauß, der gesagt hat, wer gegenüber allen Dingen offen ist, kann nicht ganz dicht sein. So ist es, er läuft Gefahr, nicht ganz dicht zu sein. Ja, Franz Josef Strauß ist auch ein großes politisches Vorbild. Ich glaube, er hat Großes bewirkt und hat verhindert, dass Deutschland in eine linksliberale Schiene geraten ist, die dann später leider eingetreten ist. Bringt mich zur nächsten Überleitung, nämlich Außenpolitik. Sie kritisieren die österreichische und europäische Position in der Ukraine-Krise. Was erwarten Sie sich als nächste Schritte zur Deeskalation der Situation und wie wollen Sie dazu beitragen? Die Deeskalation ist nur möglich, indem diese Putschistenregierung gezwungen wird, erstens eine Verfassungsänderung mit einer vollkommenen Föderalisierung der Ukraine zuzulassen. Die Ukraine ist ein inhomogener Staat, das wusste jeder immer schon. Es gibt also kaum Regionen, die miteinander vergleichbar sind in der Ukraine. Der Westen ist mit dem Osten vollkommen wesensverschieden. Es sind dort zum Teil völlig verschiedene Ethnien vorhanden. Die Mehrheitsethnie sind aber nun einmal die Russen. Und dann gibt es Russen sozusagen mit ukrainischer Prägung, die also diesen Dialekt sprechen, den man ukrainisch nennt. Das ist nichts anderes als ein westrussischer Dialekt. Das muss man alles in Rechnung stellen. Das heißt, diese Putschistenregierung muss einer Föderalisierung des Landes zustimmen. Sie muss dann offene Parlamentswahlen zulassen und muss dann auch möglichst rasch das Feld räumen, denn sie ist demokratisch nicht legitimiert. Nicht einmal nach der geltenden ukrainischen Verfassung ist diese Putschistenregierung legitimiert. Und insbesondere ist es für mich einfach unakzeptabel, dass dort eine Partei wie die Partei Svoboda in der Regierung sitzt, die offen nicht nur antisemitisch, sondern auch russophob agiert. Und wie kann man ein Land in eine Zukunft führen, in dem Antisemiten und russophobe Kräfte sitzen? Das ist für mich undenkbar. Und daher habe ich ja auch gesagt, dass das eine moralische Bankrotterklärung ist, wenn die Europäische Union mit einer derartigen Regierung ein politisches Abkommen im Rahmen des Assoziierungsabkommens schließt.
Das ist moralische Bankrotterklärung und das ist einer der vielen Fehler, die die Europäische Union da gemacht hat. Aber dieses Assoziierungsabkommen war ja noch mit der Vorgängerregierung schon abgesprochen eigentlich. Es war verhandelt, aber man schließt ja nicht mit jedem Verbrecher ein Abkommen ab, selbst wenn man es mit der Vorgängerregierung verhandelt hat. Also ich würde mich hüten, einen Vertrag, den ich mit Ihnen geschlossen habe, mit dem nächsten Verbrecher abzuschließen, nur weil Sie sozusagen davongejagt wurden. Also man muss sich schon anschauen, mit wem man Verträge abschließt und wen man damit legitimiert und wen man damit salonfähig macht. Sie werden sehr oft von der alternativen deutschen Presse, also KenFM und auch Time to Do, immer wieder interviewt und auch zitiert. Insbesondere bei der Ukraine-Krise fällt jetzt auf, dass das eher Gruppen sind, die auch eine Neutralität Deutschlands verlangen und auch den Austritt aus der NATO sehen. Glauben Sie, dass das eine Möglichkeit wäre? Das sollen die Deutschen selber entscheiden. Ich beharre darauf, dass wir Österreicher neutral sind. Und da habe ich genug zu tun, in dem Punkt die Österreicher auf Kurs zu bringen. Denn da gibt es ja ein gewaltiges Auseinanderklaffen. Das, was die Regierung macht, hat mit dem, was die österreichische Bevölkerung in seiner überwiegenden Mehrheit will, nichts zu tun. Die Bevölkerung will nach wie vor als neutrales Land gesehen werden und eine Neutralitätspolitik haben. Die Regierung spielt aber mit bei allem, was in Berlin und in Brüssel beschlossen wird. Die letzte Bankrotterklärung in diese Richtung war ja die Ankündigung vom Herrn Spindlecker, dass er eine EU-Armee haben möchte. Ja, so ähnlich wie die NEOS. Nochmal, die NEOS sind nicht in der Regierung. Ja. Wir werden vertreten durch Regierungsvertreter. Und da ist der Herr Spindlecker mit seiner EU-Armee-Träumereien eine Gefahr für die Neutralität. Der Otmar Karas, der im EU-Parlament sogar noch einen Verteidigungskommissar verlangt hat, mit einer Militärunion, die sie mitbeschlossen haben. Und insbesondere, wo der Kanzler Faymann, und darauf will ich eigentlich hinaus, hätte Nein sagen müssen beim letzten Gipfel in Vilnius, vergangenen Dezember, als die Militärunion praktisch auf die Reihe gebracht wurde. Da hätte er sagen müssen, Stopp, für uns nicht. Wir sind als neutrales Land, als Österreicher, da nicht dabei. Von ihm ist kein Piepser gekommen. Das ist ja wieder einer der Belege dafür, dass die Frau Merkel ja recht hat, wenn sie sagt, für sie ist der österreichische Bundeskanzler, obwohl er Sozialist ist, besonders praktisch, weil er ohne Meinung in die Ratstagungen hineingeht und mit ihrer Meinung wieder herauskommt. Ja, leider. Das ist leider ein ganz großes Problem, das sehe ich auch so. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen neutraler halten. Nicht, dass ich Herrn Faymann gegenüber von mir sitzen lassen möchte, aber... Das habe ich jetzt nicht gesagt. Was aber sehr wichtig ist, Sie sprechen von der Rolle Österreichs in Europa. Österreich hat eine historisch wichtige Rolle eigentlich gehabt, die nicht nur die heutige Bundesregierung verleumdet. Die ist abgetreten mit Bruno Kreisky. Bruno Kreisky hat eine ganz aktive Außenpolitik gemacht. Er hat ja auch eine außenpolitische Perspektive für Österreich. Er hat Österreich als Platz des internationalen Treffens mit seiner UNO-City versucht zu platzieren. Das ist alles verloren gegangen, weil wir unsere Außenpolitik spätestens seit dem Beitritt zur Europäischen Union in Brüssel und in Berlin machen lassen. Und das ist daher völlig egal, ob wir einen... Aber das wäre ja theoretisch auch, entschuldigen Sie, dass ich da einschneiden muss, aber das ist ja eigentlich auch gegen den Staatsvertrag, oder? Der Staatsvertrag ist, wenn Sie den Staatsvertrag von Wien meinen, dann ist das eine ganz andere Sache. Im Staatsvertrag von Wien haben wir uns nicht zur Neutralität verpflichtet, sondern das ist beruht auf dem Moskauer Memorandum, der dann erst für die sowjetische Seite zum Staatsvertrag führte. Und wir haben deswegen aus eigener Souveränität am Tag nach dem Abzug der alliierten Truppen am 26. Oktober 1955 das Neutralitätsgesetz allerdings im Verfassungsrang beschlossen. Und alle Staaten der Welt haben diesen Neutralitätsstatus im Rahmen einer völkerrechtlichen Notifikation anerkannt. Das heißt, sie hat durchaus auch eine völkerrechtliche Absicherung, diese Neutralität. Aber letztlich ist es eine souveräne Entscheidung Österreichs. Und da dürfen wir uns da nicht reinreden lassen. Das ist ja der Punkt, dass wir als neutrales Land im Grunde von Konfliktparteien als Begegnungsort geschätzt werden könnten, wenn wir nicht uns frühzeitig auf eine Seite stellen. Und ich behaupte, dass es ein Fehler der österreichischen Außenpolitik war, dass wir uns frühzeitig auf die Seite der Putschisten gestellt haben in Kiew, weil wir sozusagen nachgeäfft haben, was die Europäische Union dort vorher verbrochen hat. Jetzt gibt es aber in Europa nicht nur die Sezessionsbewegungen auf der Krim oder auch in der Ostukraine, sondern, das haben Sie auch letztens in einem Interview angesprochen, Venedig, Schottland, Katalonien und dann noch eine besondere Gruppe, nämlich Triest. Sie können weitermachen. Nicht nur das sozusagen Lombardo-Venetien, also der Norden, ja, Italiens, Korsika, die Katalanen, die Basken,
Ja, es gibt also eine Reihe von Regionalbewegungen, die sich verselbstständigen wollen oder mehr Autonomie haben wollen. Und ich sage, das ist eine Frage der demokratischen Kultur, ob man das zulässt oder nicht. Wenn alle jene, die permanent die Europäische Union zu rechtfertigen versuchen, mit dem Argument, sonst kommen die Nationalstaaten wieder, dann aber gleichzeitig den Nationalstaaten den Vorrang geben vor Autonomiebewegungen, dann ist das ziemlich verräterisch. Und da sieht man also hier ganz besonders, auch die Bretonen beispielsweise sind eine Gruppierung in Frankreich, die gerne mehr Selbstständigkeit hätte, wenn nicht sogar eigene Souveränität. Bei den Korsen weiß es auf jeden Fall hundertprozentig. Das heißt also, hier wäre Europa gefordert, den ethnischen Minderheiten in ihren Nationalstaaten behilflich zu sein, entweder mehr Autonomie zu bekommen oder gar ihre Selbstständigkeit zu erlangen. Das widerspricht aber sehr stark der Politik, die eher in einen Zentralstaat führen soll. Ich war nie ein Vertreter, als Vorarlberger schon überhaupt nicht, ein Vertreter eines Zentralstaates. Ich habe als Vorarlberger immer für möglichst viel regionale Autonomie gekämpft und für Föderalismus. Und ich mache das auch im Rahmen der Europäischen Union. Ich bin also kein Anhänger eines europäischen Zentralstaates. Ganz im Gegenteil, das ist für mich eine Horrorvision. In Vorbereitung zu dem Gespräch ist mir das nämlich wieder eingefallen. Es hat ja die Republik Vorarlberg gegeben und das ist ja definitiv ein Zeichen, dass das auch funktioniert. Vorarlberg hat immer versucht, möglichst viel Selbstständigkeit zu erlangen. Ich erinnere an die Vorkommnisse nach der Schiffstaufe in den 60er Jahren oder an die Bewegung Pro Vorarlberg in den 70er und 80er Jahren. Aber auch nach dem Ersten Weltkrieg schon hat Vorarlberg versucht, mit möglichst großer Eigenständigkeit seine Dinge selbst zu regeln. Das entspricht dem Landescharakter. Mehr ist dazu nicht zu sagen, das könnte man aber auch manchmal von den Kärntnern sagen. Ja, warum nicht? Ich habe für jede regionale Bestrebung zur Selbstverwaltung habe ich größtes Verständnis, weil es immer noch die beste Form der Verwaltung ist, nämlich die Selbstverwaltung, weil sich die Leute im unmittelbaren eigenen Nahbereich selbst verwalten können. Ich möchte nur ganz kurz zu diesem Punkt Triest kommen. Triest war 1947 bis 1954 unabhängig und wurde unter italienische Verwaltung gestellt. Da gibt es jetzt diverseste Gerichtsverfahren, die sich gerade aufgrund dem Aufrufen dieses Themas durch die Gruppe Movimento Triestina Libera gerade auftun und aufbauen und damit beschäftigen müssen. Wie sehen Sie als Österreicher, dass man vielleicht bei diesen Themen auch einmal Partei ergreifen könnte? Österreich sollte aus einer historischen Verantwortung heraus für den norditalienischen Raum, der immerhin zu den edelsten Teilen der Monarchie gehört hat, bis zum Zerfall der Monarchie oder bis zur Zerschlagung der Monarchie, sollte da versuchen, sozusagen mitteleuropäisch Politik zu machen. Auch da könnte man als neutrales Land durchaus mit einer gewissen Rolle als Katalysator zwischen den Zentralgewalten Italiens und den Regionalbestrebungen könnte man vermittelnd eingreifen. Das sieht man aber auch zum Beispiel bei der Zusammenstellung von den Rekos. Also Sie haben ja auch einige Mitteleuropäer, heute würde man Altösterreicher sagen, ja. In den Rhein. Ich glaube, Ihr Pressesprecher ist tschechischer oder ungarischer. Der ist slowakischer Herkunft. Slowakischer. Dessen Familie aus religiösen Gründen seinerzeit als bekennende Katholiken aus der kommunistischen Slowakei, damals noch Tschechoslowakei, geflüchtet sind. Würden Sie da sagen, dass Sie eben eine mitteleuropäische Monarchie oder eine bessere Kooperation des mitteleuropäischen Raums sich in Brüssel wünschen würden? Nicht nur in Brüssel, sondern das müsste man auch in Wien machen. Also ich habe eine Untersuchung einmal mir angeschaut, dass das Wahlverhalten etwa in der Ukraine oder in Rumänien, in jenen Teilen, die in diesen Nachfolgestaaten der Monarchie einmal zur Monarchie gehört haben, das Wahlverhalten signifikant anders ist als im Rest der jeweiligen Länder. Das gilt auch für Südpolen beispielsweise. Das heißt also, jene Gebiete, die einmal zur Monarchie gehört haben, haben ein anderes Kulturbewusstsein als der Rest ihres Landes. Das sieht man am deutlichsten im Wahlverhalten. Es ist nämlich strukturell konservativer. Und auch das ist ein Signal, dass man also hier eine mitteleuropäische Zusammenarbeit suchen sollte. Die ist leider vollkommen in Vergessenheit geraten. Ich habe mit der Liste natürlich auch und auch mit der Farbgebung unserer Partei habe ich natürlich auch durchaus anklingen lassen, dass uns diese große Vergangenheit Österreichs ein Anliegen ist. Wir haben deswegen auch mehrere Hocharistokraten auf der Liste, die wir durchaus als Signal auch verstehen wollen an die Anhänger des alten Österreich, dass wir Verständnis für die große Geschichte Österreichs haben.
Das finde ich eigentlich wirklich interessant, weil es hat ja jetzt mit der schwarz-gelben Allianz eine monarchistische Liste gegeben. Sehen Sie das eigentlich als Konkurrenz? Oder nein, Sie können ja auch nicht antreten, das haben Sie, habe ich gewusst, dass Sie das im Alleingang nicht schaffen. Das ist auch jetzt nicht das eigentliche Thema, das ist eher schon ein Orchideenthema. Ich glaube, wir müssen als Österreich einfach nur wieder uns mit unserer Geschichte versöhnen. Und dazu genügt es nicht, sozusagen ein paar Habsburger reinreißen zu lassen, sondern und die Schlösser Österreichs als touristische Attraktionen bis hin zur ganzen Sissi-Romantik zu vermarkten, sondern man muss auch zu dieser großen historischen Verantwortung stehen und sagen, wir suchen in den Völkern, die einmal zur Monarchie gehört haben, immer unsere Partner, unsere vorrangigen Partner. Man sollte eben Politik selber gestalten und sie nicht in Brüssel und Berlin machen lassen. Kann das sein, dass einige Kräfte in Österreich wie zum Beispiel namentlich SPÖ und ÖVP das eher fürchten? Ja, das sind einfach die Krämergeister dort. Die haben dafür überhaupt kein Verständnis. Zum Teil fehlt ihnen wirklich jedes historische Bewusstsein. Und ein paar in der SPÖ sind noch in ihrem alten Klassenkampf gefangen. Also da, glaube ich, ist es auch notwendig, dass es neue politische Kräfte wie die unsere gebraucht. Also das heißt ein Ende mit dem Schuldkult? Ja, das ist auch dieses ganze Schuldtheater, das man den Habsburgern versucht aufzuhalsen. Das ist auch eine der dümmsten politischen Bewegungen gewesen. Gut, das war jetzt das Geschenk für meine monarchistischen Seher. Da fällt mir was ein. Sie haben gesagt, dass eben auch Hocharistokraten bei Ihnen dabei sind. Ich habe heute noch mal geschaut auf Ihrer Spitzenkandidaten, also auf Ihrer Liste, wo alle Kandidaten aufgeschrieben sind, sind nur Sie abrufbar als Steckbrief. Hat das einen bestimmten Grund oder hat sich das so ergeben? Nein, das hat sich ergeben aus der Wahlbewegung heraus. Der Wahlkampf ist natürlich auf der Bekanntheit meiner Person zugeschnitten. Ist ja auch das sieht anders. Man total. Ja, das wäre auch dümmlich, wenn man was anderes täte. Aber natürlich ist mit der Frau Dr. Gabriella Giacobbe-Levicini eine sehr bedeutende Vertreterin einer sehr alten mitteleuropäischen Familie vorhanden. Das Gleiche gilt auch für den Erbgrafen Ladislaus Batjani oder für meinen Freund Ferdinand Kufstein. Also das sind schon bedeutende Familien, die auch Großes zur österreichischen Geschichte geleistet haben. Sieht man wieder mal, wenn man diese Namen schon aus der Vergangenheit kennt. Ja? Eben dieses Zugeschnittensein auf den Wahlkampf. Man merkt zum Beispiel schon ein paar Dinge. Sie gehen mehr aufs Internet als Medium zu, als es andere Parteien tun würden. Glauben Sie, dass das Internet, Sie sprechen auch davon, dass es die Massenmedien dem Massenmedien ausweicht und die Leute mehr aufs Internet zugreifen, weil sie den Massenmedien nicht mehr glauben? Das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Das wird den Zeitungen und den Systemmedien noch schwer zu schaffen machen, wenn das so weitergeht, weil sich hier eine Parallelöffentlichkeit entwickelt, die versucht sozusagen tiefer in die Dinge einzudringen, als die Propaganda, die man zum Teil in den Tagesmedien serviert bekommt, nachzubeten. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, für die Demokratie unglaublich wichtig und bedeutsam. Und diese Parallelöffentlichkeit, die sich hier herausbildet, ist, glaube ich, meiner Ansicht nach die Zukunft. Das sehe ich auch so, sonst hätte ich das nicht machen. Gehören die Rechte von Bloggern gestärkt und diese mit Journalisten gleichgestellt? Ich glaube, dass man die Rechte überhaupt der Blogger und überhaupt der Internetmedien stärken sollte. Vor allem sollte man einfach den Staat daran hindern, hier mit Zensur einzugreifen. Die Zensur des Staates ist eine gefährliche Sache in jeder Demokratie. Und ich glaube, wir haben das nicht notwendig in Österreich, dass wir hier in übertriebenem Maße Zensur zulassen. Ich bin dort der Meinung, dass man als Staat einzugreifen hat, wo das Strafrecht verletzt wird, insbesondere etwa im Bereich der Kinderpornografie. Aber ansonsten, glaube ich, muss die Meinungsfreiheit des Bürgers, insbesondere in den Internetmedien, absolut gewahrt werden. Jetzt ist aber zum Beispiel vor allem die FPÖ, sage ich mal, aber waren auch die SPÖ-Vertreter in Zukunft, in der Vergangenheit nicht unbedingt zimperlich, wenn es darum gegangen ist, dass man eine Klagekarte rausholt. Ja. Wenn eine Partei keine Argumente mehr hat, dann kommt es mit einer Klage daher. Ich habe also mich beim Klagen immer sehr zurückgehalten, weil ich auch, und das mache ich bitte auch, obwohl ich in einem Anwaltsberuf tätig bin, weil ich glaube, dass politischer Diskurs möglichst offen und möglichst wenig zimperlich zu erfolgen hat. Und wenn man so groß ist im Austeilen wie die Blauen, dann sollte man auch beim Einstecken großzügiger sein. Das ist das nächste Mal Herrn Strache. Bitte. Schönen Gruß von mir. Ja, wissen Sie, ich habe ihn vor 10 Jahren einmal gesehen, da hatte ich 2 Bierkrüge in der Hand. 2, nicht 3. Wie sieht für Sie Meinungsfreiheit und Demokratie aus?
Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Wenn wir Meinungsfreiheit haben, müssen sie automatisch demokratische Verhältnisse haben und umgekehrt, demokratische Verhältnisse sind nur denkbar, wenn sie ihre Meinungsfreiheit zulassen. Und daher bedeutet Meinungsfreiheit auch Medienfreiheit und nicht das Zuschneiden und das Bevorzugen, das Zuschneiden auf Systemmedien und das Bevorzugen von Systemmedien. Das ist also sprechen Sie von der systematischen Lenkung der Medien? Ja, ja, da gehört der ORF dazu, da gehören Tageszeitungen dazu, die wiederum von Banken finanziert sind, die wiederum im politischen Nahbereich stehen. Es gibt Zeitungen, die könnten keinen Tag in Österreich mehr erscheinen, wenn die Bank die Kreditlinie zumacht. Das heißt also, die tanzen schön nach der Pfeife der jeweiligen Banken und die wiederum haben eine Parteinähe. Also das ist alles ein offenes Geheimnis. Und daher sage ich, das hat System und das ist System und deswegen spreche ich in dem Zusammenhang immer von Systemmedien. Stichwort ORF. Wie soll der in Zukunft seinen Bildungsauftrag respektive seine Informationspolitik ändern oder wahrnehmen? Er muss sie komplett ändern. Er muss insbesondere für alle politischen Strömungen geöffnet werden. Wenn der ORF seinem Bildungsauftrag nicht mehr nachkommt, sondern glaubt, er muss zu einem Unterhaltungssender werden, dann soll er das machen, aber dann darf er keine Gebühren mehr verlangen. Dann soll er sich wie alle anderen privaten Sender auch um Zuschaltquoten und um Werbeeinnahmen bemühen. Wenn er aber seinen gesetzlichen Bildungsauftrag weiterhin erfüllen soll, was meine Meinung ist, dann kann er meinetwegen auch Gebühren haben, aber dann muss es eine echte Erfüllung eines Bildungsauftrages sein, mit einem entsprechenden Objektivitätsgebot. Ich bin selber derzeit ein Leidtragender der Problematik, ich bin EU-Abgeordneter, komme aber in keiner großen Diskussion mit den anderen Parteien vor, weil Karas, weil auch der Herr Freund, aber insbesondere der Herr Limski natürlich die Panik haben, dass wenn sie mit mir diskutieren müssen, obwohl ich EU-Abgeordneter bin, komme ich nicht in die Elefantenrunde, weil die alle interveniert haben, alle dabei haben, bloß nicht den Stadler, weil sie wissen genau, dass sie natürlich dann in Argumentationsnöte kämen. Ja, Wilimski hat sogar ORF-Auftritte abgesagt bei dieser Serie in der Zeit im Bild 2, weil die Paarung gelautet hätte, Wilimski-Stadler, daraufhin hat er die Panik bekommen und hat abgesagt. Sie kennen ihn ja privat. Ich kenne ihn privat, er weiß, er kennt mich auch und er wusste ganz genau, dass er da von vornherein etwas schlechtere Karten in der Hand hat. Naja, kommt halt davon, wenn man den Mölzer abserviert. Sie haben von diesen Kriterien gesprochen. Finden Sie die demokratisch bedenklich, dass eben der ORF da einfach seine Meinung... Nur der ORF steht unter dem Einfluss von Stiftungsvorstandsmitgliedern. Und da wird ordentlich politisch interveniert. Das ist bekannt, aber das ist, wenn man das offenlegt, ja, dann kann man auch darüber diskutieren, den Parteieneinfluss. Aber so zu tun, als ob der ORF vollkommen unabhängig wäre und in Wahrheit ist es nicht, das ist eine verlogene Debatte. Und das ist auch einer meiner Kritikpunkte am ORF. Es hat von der NEOS eine Klage gegeben, respektive eine Beschwerde beim Medienkommunikationssenat, die ist abgelehnt worden. Ja, der ist auch nicht wirklich heldenhaft in der Verteidigung der Meinungsfreiheit und der Sicherung der Objektivität des ORF. Also könnten Sie sich eine Klage vom Verfassungsgerichtshof vorstellen? Von dem erwarte ich mir leider auch nicht allzu viel, weil im Gegensatz zum deutschen Bundesverfassungsgericht ist der österreichische Verfassungsgerichtshof nicht wirklich mit Mut gesegnet. Naja, gut, bei den Studiengebühren war es zumindest. Ja, dort hat er das gemacht, was er für politisch opportun erachtet hat und was in den Mainstream gepasst hat. Aber wenn etwas nicht in den Mainstream passt, ist vom Verfassungsgerichtshof nicht allzu viel zu erwarten. Aber könnten Sie sich vorstellen, eben mit Europa anders oder mit den anderen Gruppen, die derzeit eben ausgeschlossen sind, gemeinsam in irgendeiner Form das einzuklagen? Das bringt überhaupt nichts mehr. Man muss, bis der Rechtsweg beschritten ist, ist der Wahlkampf vorbei. Das ist ja ein uraltes Lied. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie man die Dinge politisch ändert im politischen Bereich. Ich glaube nicht, dass man mit Klagen und Beschwerden im politischen Bereich wirklich weiterkommt. Ihre heutige Pressekonferenz trägt den Namen 12 Tage vor der Wahl, Wurst, Theater, Zeitgeistverdummung. Da fällt mir wieder das berühmt-berüchtigte Zitat von Albert Peter ein, wider dem Zeitgeist. Das ist durchaus auch eine Grundlinie des Parteiprogramms der Reformkonservativen, dass wir nicht jede Zeitgeistverdummung mitmachen wollen. Glauben Sie, dass Medien und Politik da auch absichtlich Verwirrung stiften, also das Ausnutzen gerade diese Diskussion? Kann ich mir durchaus vorstellen. Beim ORF ist es klar, weil der macht ein Riesengeschäft damit. Andere Medien lenken damit von den wirklichen Problemen des Landes ab, nach der Methode Panem et circenses.
Und da wird etwa auf einmal von Hypoalpe Adria, von den ganzen enormen Finanzdebakeln, die man dort produziert hat, durch eine völlig unnötige, sinnlose Notverstaatlichung einer Bank, einer deutschen Bank, die im deutschen Mehrheitsbesitz war, wo man aus einem deutschen Bankproblem unnötigerweise ein österreichisches Bankproblem gemacht hat, von all diesen Dingen wird damit abgelenkt. Glauben Sie, dass Europa wirklich am Samstag toleranter geworden ist? Aber überhaupt nicht. Das hat ja damit nichts zu tun. Das ist eine reine politische Manifestation gewesen. Das war eben neu, dass ein junger Mann mit Bart in Frauenkleidern auftritt und als Frau ein Lied vorträgt. Das ist, und deswegen beten alle Medien das Femininum nach. Ja? Sie sagen, ja, ist sie Conchita Wurst. In Wahrheit weiß ja jeder, dass er geschlechtlich ein Mann ist. Man muss aber auch sagen, dass die Russen ausgebuht worden sind. Ja, das ist das Nächste gewesen. Daran hat man untrügerisch erkennen können, dass das eine politische Veranstaltung ist. Denn es gab überhaupt keinen Anlass, jetzt vom Lied, Inhalt oder vom Vortrag des Liedes, die Russen auszubuhen oder auszupfeifen. Das hat eindeutigen politischen Inhalt und Hintergrund gehabt. Und damit sieht man, dass das eine politische Veranstaltung geworden ist und nichts mehr mit Kunst und Kultur zu tun hat. So viel zu dem. Ich möchte noch zwei, drei Fragen stellen, dann wären wir sozusagen auch durch. Es geht unter anderem darum, Sie nennen derzeit keine Zahlen, was die Kosten Ihres Wahlkampfes anbelangt. Die sind denkbar gering. Ich sage Ihnen, ich habe meine Ersparnisse aufgelöst. Wir haben den sparsamsten Wahlkampf geführt, den ich überhaupt für möglich gehalten habe. Der ist noch sparsamer geführt worden, als ich es für möglich gehalten habe. Wir werden wahrscheinlich, ich bin mir nicht einmal sicher, um über die 100.000 Euro Grenze kommen. Also das ist wirklich so sparsam geführt worden. Ich habe im Jahre 2009 einen Wahlkampf zu führen gehabt, als Spitzenkandidat damals des BZÖ, wo ich praktisch auch kein Geld zur Verfügung hatte im Vergleich zu den anderen Parteien. Aber dass es nur mit noch weniger auch geht, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber mit dem Idealismus meiner Mitarbeiter, der vielen Leute, die für mich gelaufen sind in diesem Wahlkampf, das kann man jetzt schon sagen, haben wir einen Wahlkampf zustande gebracht, der ein kleines Wunder darstellt, unabhängig vom Ausgang der Wahl. Aber ich glaube, der Ausgang der Wahl wird dieses Wunder erst richtig bestätigen. Das hat mir sogar ein Parlamentsabgeordneter von NEOS gesagt, letztens. Der hat gemeint, Ihre 4% sind Ihnen nicht ganz sicher, aber die 4% gönnt er Ihnen. Danke, ja. Dann habe ich auch dazu noch eine Frage. Sie haben jetzt mit Ihrem Antreten direkt mit Ihrer Unterschrift unterstützt. Finden Sie die Antrittskriterien fair? Weil andere Parteien müssen 2600 Unterschriften zusammensammeln. Ist aber machbar. Ich meine, man muss schon wissen, das hat ja alles, ist ja auch alles mit Kosten für den Steuerzahler verbunden, sodass also eine Antrittshürde durchaus Sinn macht, dass nicht jeder. Narr hätte ich schon mal gesagt, glaubt er, der sich jetzt zu höherem berufen fühlt, dann in seinem Hinterzimmer schon ein Antreten und damit Kosten für den Wählern verursachen kann. Man braucht drei Unterschriften von Nationalratsabgeordneten, eine von einem EU-Parlamentarier und 2600 von oder, Bürgern. Nicht und, oder ja. Jeweils alternativ, ja. Und ich halte das für eine so breit gefächerte Möglichkeit, dass es auch kleineren Gruppierungen möglich ist, in den Wahlkampf einzusteigen. Ich sage es nochmal, es ist ja jeweils mit Kosten verbunden und daher ist es vernünftig, dass man eine Zugangshürde einzieht. Ich bin eher bereit, bei der Aufteilung der Mandate sich sozusagen zu überlegen, ob Hürden dort, wenn der Wähler sich einmal geäußert hat, ob dort Hürden gerechtfertigt sind. Aber bei der Frage, ob man sich bewerben darf, ist eine Hürde, macht eine Hürde Sinn. Nicht-Wählerberücksichtigung beim Wahlergebnis, wäre das ein Thema für Sie? Die Wählerberücksichtigung beim Wahlergebnis bedeutet ja, dass man bei der Mandatszuteilung die Hürden fallen lässt, so wie das jetzt das Deutsche Bundesverfassungsgericht ja gemacht hat. Bei der Frage, ob ich mich im Wettbewerb im Wahlkampf beteiligen kann, das heißt am Stimmzettel, da macht eine Zugangshürde Sinn, um einfach nicht unnötig Kosten zu verursachen, nur weil einer glaubt, er muss am Küchentisch auf die Idee kommen beim Mittagessen, dass er das auch noch kandidieren möchte. Das verstehe ich schon. Aber ich habe jetzt gemeint, dass jetzt bei der Zusammensetzung des Nationalrates oder eines Parlaments im Allgemeinen eine Nicht-Wählerberücksichtigung in Zukunft bei der Verteilung der Sitze. Das wird nicht möglich sein. Das wäre, ich wüsste nicht, wie man so etwas demokratisch legitimieren sollte. Der Wähler muss sich im Klaren sein, dass er als Aktivbürger auch eine Verantwortung hat und sich am Wahlgeschehen beteiligen soll.
Ich kann nicht jemanden berücksichtigen, der sich am Parteigeschehen oder am Wahlgeschehen nicht mehr beteiligt. Das wird einfach nicht gehen. Ich hätte ein anderes Anliegen, das viel wichtiger wäre, dass man die Stimmen gewichtet für jene, die nicht stimmen dürfen, nämlich für die Kinder. Ja, ich habe daher im Parteiprogramm vorgesehen, dass wir ein Familienwahlrecht haben, nicht nur ein Familiensteuerrecht, wo man sozusagen die Steuerprogression nach Aufteilung auf die zu erhaltenden Köpfe erst errechnet, sondern wo man auch den Eltern gewichtete Stimmen gibt, wie das übrigens in verschiedenen Kammerwahlordnungen ja vorgesehen ist, wo man gewichtete Stimmen abgeben kann und damit seinen eigenen Kindern, die noch nicht selber wählen dürfen, wenn sie minderjährig sind, oder unter 16 sind, dass man denen dann eine Stimme gibt. Das klingt nach Otto von Habsburg. Ja, in dem Punkt hat er recht gehabt. Er hat ein paar Dinge gesagt, die nicht so toll waren, aber das gehört zu jenen Bereichen, wo ich Otto Habsburg immer unterstützt habe, wo ich auch glaube, dass er den richtigen Ansatz hatte. Sie haben jetzt selber auch Kinder erwähnt. Sie haben selber 6 Kinder. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung familienpolitisch und auch bildungspolitisch? Wir müssen schauen, dass wir wieder kinderreiche Familien haben. Und wir müssen alles tun, dass Mütter von diesem Land besser behandelt werden. Schauen Sie, nach 40-jähriger Frauenpolitik mit zum Teil radikal feministischen Ansätzen hat man die Mehrheit der Frauen überhaupt nicht berücksichtigt. Die Mehrheit der Frauen sind die Hausfrauen und Mütter. Die sind nie Gegenstand der Frauenpolitik gewesen, sondern immer nur irgendwelche Randgruppen. Daher müssen wir wieder Hausfrau und Mutter in das Zentrum der Frauenpolitik stellen. Wir müssen deren Leistung anerkennen. Deswegen verlangen wir im Rekurs-Parteiprogramm auch, dass Hausfrauen und Mütter wie Einzelunternehmerinnen behandelt werden, das heißt auch versichert werden. Und dass wir deren Leistung, die sie zum Teil einfach unbedankt und unentgeltlich für diese Gesellschaft erbringen, dass wir diese Leistung auch anerkennen. Das ist eine ganz, ganz große, wichtige Sache, um es Familien zu erleichtern, dass sie Kinder bekommen, dass die Mutter daheim bleiben kann bei den Kindern. Jeder weiß, dass das das Beste für die Kinder überhaupt ist, wenn die Mutter insbesondere in den ersten Lebensjahren da ist. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Mit 6 Kindern hat man hinreichend Erfahrung. Und dass wir den Familien es ermöglichen, einigermaßen einen Lebensstandard erhalten zu können und nicht in die Armut abzurutschen, auch wenn nur einer der Familienerhalter ist. Also weg von wirtschaftsgerechten Familien hin zu einer familiengerechten Wirtschaft. Das ist der Punkt, ja. Das könnte man so ausdrücken. Ich danke für das Schlagwort, aber das ist eine wirklich vernünftige ein vernünftiger Ansatz. Genau umgedreht hat es Wenzel Czernin vor vielen Jahren gesagt. Ja. Und der war ehemals Vorsitzender der JES. Ja. Stichwort JES, die hat sich mittlerweile distanziert. Nein, das hat nicht die JES. Bis zu diesem Grad. Die JES hat nur klargestellt, dass sie nicht als Gesamtes die Reformkonservativen unterstützt, sondern dass einzelne ihrer prominenten Mitglieder, führende Mitglieder uns unterstützen. Das haben wir auch nie anders behauptet. Ja, das haben die Medien zwar so berichtet, nur weil einzelne Spitzenvertreter der JES bei uns mitgemacht haben. Aber die JES muss selber entscheiden, wo sie hintendiert. Von der Programmatik her wüsste ich keine andere Partei, die man als JES Angehöriger ruhigen Gewissens wählen könnte derzeit als die Reformkonservativen. Naja, die ÖVP hat sich halt auch links der Mitte positioniert. Wie der Herr Drechsler ausgedrückt hat, wie der Herr Ruprechter mit seinen Vorschlägen zur Homo-Adoption zum Ausdruck gebracht hat, jetzt dieses ganze Konzert der Wursttheater, wo die ÖVP ja mittut, als ob da eine Heiligenfigur erschienen wäre. Also es ist alles so grottenpeinlich, dass ich jedenfalls keinem Wertkonservativen und keinem Christen empfehlen könnte, die ÖVP zu wählen. Es stammt aber auch von jemandem, eben auch von Albert Bethe und auch Schneewers Arnoldstein. Ich weiß nicht, ob letzterer bei ihm auch aktiv ist. Nein, ist er nicht, aber ich kenne ihn gut. Die haben die Plattform couleurstudent.at und da sind durchaus Artikel, sage ich mal, die man als homophob bezeichnen würde. Weiß ich nicht, kenne ich nicht, aber ich bin da auch da toleranter. Man kann also Toleranz nicht immer nur als Einbahnstraße sehen, dass alles Mögliche verlangt wird und sogar jeder, wenn er die Tageszeitung aufmacht, sich gefallen lassen muss, dass man etwa Herz-Jesu-Bilder geradezu in einer perfiden Art und Weise homoerotisch verunstaltet. Dann muss also umgekehrt auch manches an Kritik ertragen werden, was man dann landläufig in der politisch korrekten Mentalität gleich einmal als homophob wegwischt. Ja, das ist also auch eine Empfindlichkeit, die nicht zu verstehen ist und auch nicht zu akzeptieren ist.
Gut, das war dann sozusagen die letzte meiner Fragen. Eine habe ich noch, nämlich Marco Schablon aus Graz fragt, sind Sie für die Entlastung des Faktors Arbeit durch eine Vermögensteuer? Ich habe die Vermögensteuer immer abgelehnt, und zwar aus tiefer Überzeugung, weil Privateigentum ist die Basis für Freiheit. Es gibt keine Freiheit ohne Privateigentum. Und wenn ich Privateigentum bilde, dann mache ich das in der Regel durch Einkommen, das ich mir selber erwirtschaftet habe und das ich schon einmal sehr hoch besteuern lassen musste. Wir haben eine der höchsten Einkommensteuersätze überhaupt in ganz Europa. Das heißt, mein Anliegen ist nicht, die weitere Steuertatbestände zu erfinden, sondern die vorhandene Steuerlast zu reduzieren. Runter mit den Steuern auf maximal 25% und alle entlasten, insbesondere auch die Arbeit entlasten. Und der Staat soll endlich einmal beginnen, seine Verwaltungsstrukturen abzubauen. Wir haben eine der teuersten und aufgeblähtesten Verwaltungen, die es überhaupt gibt. Griechenland muss deswegen jetzt den Staat sanieren, weil sie die noch teurere Verwaltung haben. So weit weg sind wir nicht von den Griechen, was unseren Verwaltungsaufwand anlangt. Naja, wir sind 5 Jahre nach der berühmt-berüchtigten Rede von Herrn Bröll, aber wir sind 5 Jahre vom griechischen Verhältnis. So ist es, ja. Und das sollte man in der Deutlichkeit auch sehen und sagen. Also das heißt, 25% wäre eigentlich eine Gleichstellung auf das, was Kest oder sowas. Richtig. Ich bin dort immer noch der Anhänger des Vorschlages von Professor Raviega, eines Professors aus Amerika, der uns gesagt hat, 25% ist genau der Bereich, wo die Flucht in die Schwarzarbeit und in die Steuerflucht noch nicht stattfindet. Sondern da zahlen die Leute ihre Steuern noch. Alles, was darüber hinausgeht, ist bereits Anleitung zum Steuerbetrug. Das sagt ein Jurist. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche noch viel Glück nächste Woche. Danke, ich kann es brauchen. Ich glaube, es wird gut gehen. Wenn Gott will.